Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob SquamKopf auf der PlayStation 5 bei einer neuen Aufnahme bei Battle for Bikini Bottom. Ja, so heißt das Spiel. Und noch mit irgendeinem Anhang, I don't know. Jedenfalls ein urlanger Titel. Okay, wir starten heute hier und wie gesagt, wie ich es im letzten Part schon erwähnt habe, wir haben noch gar keine Kanone gefunden. Allerdings brauchen wir uns da keine Sorgen machen, denn alle vier, glaube ich, sind hier zu finden. Zwei sehe ich da schon einmal geradeaus, so über mir jetzt. Und dann da oben seht ihr, da ist noch eine. Und die anderen sind sich auch noch da. Ich denke, die sind dann alle vier hier am Schiff. Und da wird das grande Finale dann stattfinden von diesem Level. Hier haben wir gleich einmal einen Knopf, den werden wir gleich mal betätigen und wir sehen, dass wir wieder zurück könnten. Ja, okay, das war jetzt eigentlich nur der Rückweg. Haben wir das auch? Dann schauen wir hier weiter. Und da steht mal Mr. Scraps. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Schrubb das achte Deck. Ja. Du Witzbold. Jetzt habe ich schon mit Thaddeus gemacht, Mr. Krabs. Tja, der ist ja auch gut, hm? Aber klar! Dann ist deine Aufgabe jetzt folgende. Zerstöre alle Stromgeneratoren auf dem Roboterschiff. Sobald der Strom abgeschaltet ist, kannst du die Kanonen des Holländers abfeuern, um das Roboterschiff zu zerstören. Kanonen klar, Mr. Krabs. Okay, gut, dann schauen wir weiter. Komme ich da gleich rüber, hoffentlich, ja, das schaut gut aus. Und dann werden wir gleich einmal auf das Schiff raufkommen. Und los geht's. Au, und es geht gleich scheiße los. Jawohl, ein Schlag und tot. Ja, das fängt einmal gut an. Ich habe nur meine Unterhose gehabt, glaube ich. Ich habe keine Sexunterhosen mehr gehabt. Ich bin auch bereit. Okay, dann aufs Neue. Ich habe wieder meine Sexunterhosen an. Das ist immer gut. Jetzt hallo, selber wieder. So, sind das jetzt diese Kanonen, die ich brauche? Schauen wir mal. Jawohl, eins von vier, also die erste hier gleich. Da oben ist, glaube ich, schon die nächste. Also werden wir uns jetzt alle holen. Und auch, glaube ich, von den Aufgaben schaut es nicht so schlecht aus. Na schau, wir haben schon wieder zwei aktiviert hier mal. Und dann fehlt uns hier noch ein einziges Gebiet, das werden wir auch hinbringen. Also es schaut sehr, sehr gut aus, was den Fortschritt hier betrifft. Kann man die auch eigentlich zerstören? Nicht wirklich. Da meine Unterhose, die man nicht braucht, brauchen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Habe gerade ein Leben verloren. Okay, gut, jetzt sieht es aus, wie wenn ich da rüber, wie komme ich dann da eigentlich hier dann rauf? Wird sich wahrscheinlich alles ergeben, dann wird sich sicher alles ergeben. Da geht es dann auch rauf, okay. Ich werde einmal, ich probiere kurz was. Geht das vielleicht sogar? Nicht wirklich, oder? Moment. Ja. Kann man hier? Nicht wirklich. Dann wird es wahrscheinlich, ja, dann geht es dann hier, ja, mit Sandy, dann über diese, ja, nach oben. Alles klar. Gut, dann, ich hoffe, ich sterbe nicht, wollte ich sagen, aber ich habe ja eine rettende Hand, ja. Den lieben Herrn Admiral, der mir das Leben rettet. Aber trotzdem habe ich ein Leben verloren und das bringt mich wieder zum Start zurück. Okay, aber ich bin eh schon wieder da, Gott sei Dank. Ist ja nicht viel passiert. Der wird mich gleich wieder treffen, ne? Ah, jetzt nicht, Gott sei Dank. Gut, den einen habe ich bereits. Okay, jetzt noch einmal. Bitte spring nicht wieder zu weit. Das wusste ich nicht. Ach, das bricht ab. Okay, na gut. Das wusste ich jetzt nicht, dass das abbricht. Und aber geht's noch. Aller guten Dinge sind drei, hoffentlich, nicht vier. So. Und noch einmal. Ah, da ist der auch noch. Hoffentlich komme ich da bis rüber. Hoffentlich geht sich das aus. Muss ich eh schnell sein. Straßenblätter voraus.
Ja, schnell hier rüber mal. Es geht mir nur mal darum, dass ich in Sicherheit bin hier oben. Also Sicherheit ist gut gesagt, ne? Ungefähr, ungefähre Sicherheit. Was das alles zerstören? Ah, die kommen wieder alle, also da ist sicher wieder irgendein Duplikator. Man nennt mich auch Schwaminator. Ich schau mal kurz. Ist da oben was? Okay, da kann ich dann zu Sende wechseln, das ist mal gut. Wo ist der Duplikator? Ist überhaupt irgendwo ein Duplikator? Weil die kommen immer wieder. Ich denke mal schon, oder? Aber, ah, Moment. Da oben vielleicht? Ich sehe da nicht gescheit hin. Ah, und eine Socke ist auch da oben. Werden wir uns alles holen? Holen wir uns alles? Holen wir uns alles? Ich werde jetzt mal ganz kurz hier probieren und hoffen, dass ich den hier... Jawohl, Gott sei Dank, dann ist der mal weg. Dann kann ich eigentlich das auch gleich mit... Ja, muss ich einmal treffen auch, ne, zuerst. Und nochmal. Also die Kamera, ne? Na, das geht, glaube ich, doch nicht so... Muss ich das... Ah, das muss ich, glaube ich, mit der Bowlingkugel machen, oder? Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Ah, okay, alles klar. Jetzt kommt das runter. Ja. Allerdings, jo, bringen wir das... Ah, da oben ist der Duplikator. Wie komme ich denn... Ah, da brauche ich Sandy. Da brauche ich, glaube ich, Sandy. Denn über da wird nichts gehen. Okay, da muss ich rauf und muss ich Sandy holen. Also nicht umsonst ist hier diese Bushaltestelle wieder. Ja, dann komm mal, Sandy. Die Kamera. Was liegt da? Okay, eine Unterhose holen wir sich aber auch noch. Dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Je glänzender, desto besser. Ist ja nur eine Unterhose. So, jetzt. Ach so, die kann das wieder nicht. Wie komme ich denn da jetzt wieder rauf? Die kann ja nicht. Moment, ich habe eine Idee. Ich muss das runterholen und dann rauf. Na, oder? Kann es aber sein können, oder? Nimm das! Geht das so auch? Nicht wirklich, oder? Autsch! Ich glaube, dann muss ich... Ein Ungeziefer weniger! Ah, das ist fies. Ich glaube, da muss ich sogar jetzt noch mal wechseln. Muss ich mit ihm Bowling spielen und dann zurück zu ihr und in der Zeit... Na, no, das kann doch nicht sein, oder? Ich hoffe, das halbt so lang. Schauen wir noch einmal. Ich hoffe, das bleibt so lang hier unten. Sagt das? Jawohl. Okay, Gott, wow, cool, okay. Dann geht es sich doch aus. So, jetzt könnten wir hier gleich hin oder hier rauf. Das machen wir dann von der anderen Seite. Ich überlege gerade. Da oben ist ein Bratpfanneninhaltswender. jo, komme ich da rauf? Komme ich da rauf? Aber da kann ich von dieser Seite dann auch, oder? Da kann ich von dieser Seite auch. Ich schau mal, ob ich da rauf komme. Denn da muss ich ja schließlich und endlich auch hin, weil da ist eine Kanone. Nur. Ich schau mal da nach oben. Ja, so. Oh. Da kann ich wieder wechseln. Okay. Da ist die nächste. Holen wir uns gleich. Achso, ah. Okay, da ist wieder eine Bushaltestelle. Da muss ich schnell wechseln wieder auf. Ah, das ist wieder so eine Wechselschicht, wo man immer hin und her muss. So, dann machen wir das weiter. So, Dash kann nur her. 2 von 4. Da drüben ist wieder ein Schalter. Allerdings kann ich da wechseln. Weil da kann ich weiter gleiten, weil den Schlag kann sie auch machen. Ihren berühmten, berühmt-berüchtigten Handkantenschlag. Achtung, Eichhörnchen im Anflug. Das sollte hier reichen. Ja. Genau. Das war Nummer 3 von 4. Ich sag's euch ja. Die haben wir alle hier. Die haben wir alle hier. Die Kanonen. Jetzt könnte ich aber mal kurz runter hier, oder? Komme ich da eh hoffentlich wieder raus? Ah, ich bin wieder am Anfang. Das ist der Anfang. Alles klar, das ist der Anfang vom Spiel. Nur bin ich jetzt hier oben, alles klar, dann brauche ich nicht mehr runter.
dann bleiben wir natürlich hier oben. Und jetzt kann ich, muss ich, soll ich da... Moment, ich schau mal. Da ist aber eh sonst nichts gewesen. Und da oben, darüber kann ich auch, könnte ich aber gleich machen auch. Oder da mal rauf. Ich werde mal da rauf. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich hoffe, dass... Ob ich darauf... das ist schon... Der Sock da oben. Oh, das ist auch schon wieder so. Wie komme ich darauf? Ah, du sollst. War da vorne ein Checkpoint? Ich hoffe. Ja, genau, wir sind hier oben. Das ist gut. Dann muss ich... Ich hoffe, ich komme da oben hin. Schauen wir es noch einmal. Das ist die Kamera, ne? So, jetzt sind wir da ein bisschen. Ja, es hat mich irgendwie... Ja, Gott sei Dank. So, holen wir uns den einmal. Schön vorsichtig. So. Dann haben wir hier mal alle, ne? Schiff geentert. Bronze-Trophäe erhalten. Alle Kanonen bereit zum Feuern. Gut. Das ist einmal gut so. Allerdings, ich will noch nicht feuern. So, wo bin ich jetzt? Wo geht's da hin? Wo bringt mich das hin? Wo gehen? Hä? Da drüben ist das Schiff. Da will ich nicht. Das ist der Start gewesen. Dann schauen wir mal, wo es da hingeht. Geht's da runter? Ah, okay. Na, da will ich ja gar nicht hin. Ah, okay, da ist jetzt der Bratpfannenwender, oder? Ja, genau, der liegt da. Das ist. Ah, okay, jetzt hat sich die Kiste da geöffnet. Die werden wir gleich einmal betätigen. Vielleicht öffnet uns das oder ebnet uns das wieder einen. Ah, okay, muss ich wieder wechseln. Muss ich wieder changen. Meinen Changer. Okay, was bewirkst du jetzt, liebe Kiste? Ah, die schießt schon noch. Okay. Okay, das wollte ich noch gar nicht. Okay, das habe ich jetzt noch gar nicht wollen. Ist logisch, ne? Die haben die ja abgewehrt jetzt natürlich alle, weil die habe ich, muss ich vorher einmal erst zerstören da drüben. Diese, ja, Raketenabwehrsysteme, sage ich mal, also in dem Fall Kanonenabwehrsysteme. Die haben die jetzt alle mehr oder weniger eliminiert. Gut, dann egal, wir haben eh noch einiges vorher zum Erledigen. Nur, in welcher Reihenfolge machen wir das? Ich bin so dämlich. Ich muss ja zu Sandy wechseln. Eieiei. Na gut. Wir sind eh schon bereit oben. Für einen weiteren fantastischen Tag. Natürlich. So, zu Sandy. Gut, dann irgendwo war ein Sock, eine Socke. Wo war die Socke? Wo habe ich die Socke vorgesehen? War die da vorne? Irgendwo? Naja, wir werden schon finden. So, da vorne ist ja genau. Schauen wir da mal lang. Wie kommen wir da rauf? Kommen wir da überhaupt ganz rauf da? Ah, da ist das wieder. Und mal darüber mal. Ein bisschen Öl macht mir keine Angst. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Kann ich die mal zerstören alle? Ja, ich zerstöre die mal alle. So. Raketensysteme, Abwehrsysteme, Raketenabwehrsysteme. Ich weiß eh, die kommen jetzt alle wieder zurück. Weil ja da oben der Duplikat. Kommen die auch eigentlich wieder zurück? Oder betrifft das nur die Monster, also die Roboter? Ich hasse Essensverschwendung. Leg dich niemals mit Texas an. Ja, ich glaube, die Abwehrsysteme sind mal kaputt. Cappuccetto. Ja gut. Da oben ist auch noch. Wie komme ich denn da hin, um Himmels Willen? Aber ich war schon dort bei dem einen. Ich muss da noch einmal rauf. Jetzt muss ich das Ganze noch einmal machen. Ah.
Beziehungsweise, oh nein, jetzt habe ich den Checkpoint wieder aktiviert. Okay, dann müssen wir noch einmal. Okay, wie gesagt, es ist ein bisschen hin und her jetzt wieder. Aber wir wissen ja, wie es geht. So, einmal Bowling-Einsatz. Und drauf. Schnell wechseln. Und mit Sandy rübergleiten. So viel Zeit ist eh. Weil die Kamera ist katastrophal hier. Kameratechnisch ist das schon fast Dark Souls-Niveau. Also das will ich jetzt mal so sagen. So, ich glaube darauf, das geht dann schon. Jetzt müssen wir uns da nach oben. Ich hoffe, das klappt wieder. Oh, hopp. Bitte sag's. Ja, Gott sei Dank. Das sieht man nicht einmal. Aber Moment, wenn ich jetzt schon da bin, dann... Ah, Moment, komme ich da? Ich komme da nicht rauf so hoch. Um Himmels Willen, wie soll man da nach oben kommen? So weit kann ich eine... Das geht einmal nicht. Das geht einmal nicht. Aber da geht's hin. Aber da geht's hin. Das geht schon. Das klappt schon. So, dann sollte in diese Richtung. Jawohl, jawohl. Nur nicht runterfallen jetzt. Da. So, lass es das gut, weil da brauche ich nicht hinspringen. So, dann. Jetzt bin ich da ganz heroben. Ist da sonst noch irgendetwas Wichtiges? Nur sowas, das ist alles. Mehr ist da nicht. Ja, da unten sagt die Socke. Ja, da können wir hingleiten. Die könnten wir uns holen. Allerdings, ah, da ist jetzt der. Aber ist egal, ich muss dann so und so den Weg noch einmal machen. Sollen wir uns erst die Socke holen oder das? Ich gehe dann einmal her. Ja, da ist das Raketen, da sind noch zwei so Raketenabwehrsysteme. Also in dem Fall Kanonenabwehrsysteme. So, jetzt haben wir alle Roboterkanonen zerstört. Das ist mal gut. Genau. Jetzt machen uns die mal keine Sorgen mehr. Jetzt können wir eigentlich darüber mal. Hey, da ist so ein. Den habe ich gar nicht gesehen. Den Schwimmreifen da. Was? Wo bringt uns der hin? Hoffentlich, das wäre schön, wenn der uns da nach oben katapultiert. Ja, die habe ich auch noch nicht geholt. Ja, die holen wir uns natürlich auch alle. Ist doch klar. Und jetzt lassen wir uns da mal runter. Schauen wir mal, ob uns das irgendwo... Na, nur nicht runter. Okay, alles klar, okay. Gut. Es ist ja einfacher, als ich mir dachte. Das habe ich jetzt nicht geglaubt, dass uns das Spiel das so leicht macht. Kann ich aber noch einmal darüber, dann holen wir uns das auch noch. Ging sich aus. So, dann noch einmal runter hier. Und wirf uns noch mal rauf. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt fehlen uns dort doch die Socke. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Ja. Da gleiten wir gleich einmal ein Stückchen. Ja. Das war gut. Okay, das schaffen wir gleich von hier, ne? Ah, jetzt, genau das habe ich mir gedacht, ne? Genau das habe ich mir gedacht. Das muss man genau erwischen wieder. So wird es ja nicht gehen, das wäre zu leicht, ne? Hallo? Na? Du cheaten, ne? Ja, nicht wirklich. Okay, Scheibenkleister. Warum habe ich das nicht gleich erwischt? Na gut, probieren wir es noch einmal. Müssen wir noch einmal? Hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Es hilft nichts. Wir müssen es noch einmal so machen. Ach du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Out. Na so, hallo? Nimm das. Ich habe nur meine Unterhose. Ich glaube, das wird. So, und. Da-di-dam-da-di-da. Ja, aber es geht eh schneller, als ich dachte. So, da ist es. Und... Ach, Gott sei Dank. Es schaut immer so aus, wie wenn man das nicht erwischen würde. Aber es geht ja doch.
So, und jetzt müssen wir es dann noch einmal probieren. Ich hoffe, dass wir das jetzt erwischen. So, und da besser platzieren einmal vielleicht. Das ist genau in der Höhe von dem, ich probiere es mal. Ich lasse mich einmal langsam. Na. Das war zu langsam. Nein. Alle Neune. Ah jo. Ja, ich muss den Bart auf eine halbe Stunde bringen. Ne? Ihr wisst es. Unbedingt. Sonst geht das nicht. Stellt euch vor, ich schaffe das gleich beim ersten Mal im Alles. Dann hätte ich jetzt 10 Minuten Bart. Ne? Das, wer will das bitte? Wer will denn das schon? Oh, allerdings. Das hätte ich jetzt nicht wollen. Hätte das nicht ge... No comment. No comment, einfach no comment. Aber wir haben noch 10 Minuten. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Gut. Geschenke öffnen ist klasse. Wieso ist das jetzt alles zerstört auf einmal? Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. So. So, jetzt bitte, ne? Jetzt bitte. Ha. Ha. Was ist jetzt los mit mir? Was ist jetzt los mit mir gerade? Ach ja. Jetzt Kamera. Manchmal ist es besser, wenn man nichts sagt. Jetzt ist es wahrscheinlich zeitlich nicht aus, ne? Aber dann drehe ich gleich einen Film. Ich hasse Essensverschwendung. So, jetzt bitte. Concentration. Ich hole schon wieder zu viel. Ich hole schon wieder zu viel. So, wo bist du? Da. Ah, jetzt darüber. Oh, ruck. Oh, ruck. Ja, 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 doch. Na, ja, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, noch einmal. Heureka. So, jetzt haben wir den auch. Gut, jetzt können wir die Raketen starten. Das heißt, wir müssen noch einmal darauf. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, ich muss dort, ich muss um. Okay, ich muss noch einmal. Ich muss noch einmal hin. Okay. So, das Ganze. Die Kamera da ist, ist schlimm. So, das Ganze noch einmal. Wieso? Hallo? Du sollst nichts über den Geruch dich in Bewegung setzen. Wieso? Das riecht nach. Autsch! Manchmal. Den habe ich verstanden. So. Und noch einmal. Geht sich das schon aus? Ja, das geht sich schon aus. So, und jetzt. Alle Raketen einsatzbereit. Also ich sage immer Raketen, alle Kanonen einsatzbereit. Und die Kanonenabwehrmaschinerie ist zerstört. Das heißt, wir haben sonst auch alles erledigt. Dann könnten wir eigentlich den Knopf drücken. Aber vorher müssen wir uns noch
SpongeBob holen. Und jetzt kann's losgehen. Das hat, glaube ich, funktioniert. Wie sagst du? Geschafft! Wir haben das Schiff zurück und die Roboter besiegt. Das hast du geschafft, aber wenn ich ihn jetzt so betrachte, halte ich diesen goldenen Pfannenwender lieber. Er funkelt und glänzt so schön. Erinnert mich an meinen ersten vergrabenen Schatz. Aber unsere Abmachung... Triff niemals eine Abmachung mit einem Geist. Abmachungen bedeuten mir gar nichts. Bezüglich des Butterfasses damals im Jahre 1873. Was für ein Gewinn, das sage ich dir. Es geht doch nichts über cremige, handgerührte Butter. Also jetzt mach aber mal halblang, Butterjunge. Wir erledigen die ganze Arbeit, während du rumhängst wie ein Faultier. Faultier? Das ist eine Kampfansage. Wenn du das goldene Ding unbedingt haben willst, komm und hol es dir. Bosskampf, ne? Ah, oh, das auch noch, oder? Jetzt haben wir einen Bosskampf auch noch. Allerdings, ich weiß nicht, wir haben noch 5 Minuten. Bin ich schnell genug? Da geht's, glaube ich, wieder zurück, oder? Zum Friedhofsee. Da will ich ja nicht hin, oder? Ich weiß jetzt. Na, da vorne ist die Arena, oder? Das wird die Kampfarena sein, da vorne, oder? Ja, sicher noch, ne? Ja, Phase 1. Okay, schwingt das Laster, was? Besser. Autsch, Achtung, au. Eichhörnchen im Anflug. Autsch. Igitt. Kaum zu fassen, schwingt dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ha, autsch. Au. Ich kann das Laster nicht schwingen. Was, ha? Was war jetzt los? Ich hab das Laster nicht schwingen können. Wieso? Ich kann mein Lasso nicht schwingen. Das war doch... Hä? Okay, jetzt so. Ach, das... Eine Abbrechung! Warum? Naja, wir werden schon hinbringen. Phase 2, bedränge weiterhin den Geist, was? Bedrängen? Ich bedränge dich, ja. Bedrängen. Er muss mich hinlassen auch, ne? War das schon bedrängt? Nein, anscheinend nicht. Ist das bedrängt? Okay, ich hol mir lieber noch eine Unterhose. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ich kann irgendwie nicht. Ah, jetzt geht's. Oh, jetzt ist es gegangen. Ich muss noch näher hin zu ihm. So, noch einmal das Ganze und habe ich's. Kann das sein? Autsch. Ah, ich bin tot. Ah. Bin ich gerade tot? Einen Schlag noch und ich bin's. Ja, leider. Habe ich zu viel Leben verloren am Anfang. Aber, ja, gut, muss ich noch mal. Okay, aber jetzt weiß ich ja wieder, was ich machen muss. Das erste Mal ist immer zum Probieren. Die ersten 20 Mal sind es einmal zum Probieren. Warum? Okay. Warum? Kann ich jetzt nicht? Aber ich habe ja nichts verloren noch irgendwie, komisch. Obwohl er mich getroffen hat, finde ich. Warum? Jetzt geht's. Achso, das geht immer nur, wenn er... Okay, ich verstehe. Eine Abfrischung. Ja, am Anfang heißt es immer ausweichen. Okay, na gut dann. Ja, wenn es noch das ist. So, teleportiere ich da noch einmal nach dann. Ja.
kannst mir nicht imponieren. Du kannst mir nicht imponieren. Aha. Okay, so wird's gemacht. Einmal noch das Ganze. So. Ah, gut, super Biest, ne? So, teleportier dich. Ja, ja, ja. Das war dumm von mir. Das war auch dumm von mir. Ah, jetzt mach schon. Mach schon deinen Move. Mach endlich deinen. Wieso macht er jetzt den nicht? Jetzt macht er nicht, ne? Ach Gott, ne? Komm schon jetzt endlich. Ja, jetzt komm. Jawohl. Schlankheit. 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 Okay. Zu kämpfen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hier bitte. Oh, das sieht aus wie mein Schiff. Sogar der ganze Dreck und die Fliegen sind dran. Wie aufmerksam. Also gut, ihr möchtegern Matrosen. Hier ist der goldene Pfannenwender. Wow. Wir haben ihn, ich schau mal kurz, ist das jetzt schon? Ja, das ist der letzte. Juhu, und ich habe ihn gleich. Besiege den fliegenden Holländer. 85, wir haben ihn. Und wir haben eine halbe Stunde, das ist sich perfekt ausgegangen. Also stellt euch vor, ich hätte das früher geschafft. Ich wäre nicht ein paar Mal öfter gestorben. So blöd, dann hätte ich weniger als eine halbe Stunde gebraucht. Das wäre ja nichts gewesen. Nicht? Also alles getimt, alles geplant, bis ins kleinste Detail, also das passt schon so. Ich habe es ja alles gern gemacht, so. Okay, wir haben es. Schauen wir noch einmal. Wir haben alle drei Socken gefunden, wir haben alle vier Kanonen, ja, die haben wir gebraucht, sonst hätten wir es ja storytechnisch nicht geschafft. Und wieder alles in Gold, alles vergoldet. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist jetzt eigentlich schneller gegangen, als ich dachte. Und somit, meine Lieben, haben wir nur mehr zwei. Nur mehr zwei. Wir haben SpongeBobs Traum und das Labor des Abfalleimers zu erledigen. Und dann haben wir das Spiel durch. Ich kann es fast nicht glauben. Eine einzige Kleinigkeit noch, und zwar hier herunten. Da habe ich mich, da muss ich mir dann wirklich mal schauen, in den Quallenfeldern, was mir da noch fehlt. Da muss ich mich noch einmal schlau machen. Vielleicht mache ich das dann zwischen den Parts kurz, dass ich da einmal kurz noch nachschaue, dass wir das auch noch komplettieren und dann, ja, genau. Okay, ja, meine Lieben, dann könnten wir eigentlich wieder nach Bikini Bottom zurückreisen in einen, da fehlt mir auch nur mehr eines, wenn das, ich weiß nicht, wo das ist, aber ich glaube fast, das ist das, wo das Boot ist oder so. Werden wir auch noch rausfinden. Also dieses Bootshaus da oder was weiß ich. Ja, dann, wo will ich hin? Oben auf den Abfalleimer. Auch nicht. Da will ich hin. Genau. Okidoki. Ja, meine Lieben, wir haben die halbe Stunde beieinander, beisammen. Mit Samen beisammen. Und, ich werde mich hier mal kurz hier platzieren. Und, ja. Werde mal Tschüss sagen wieder und sage herzlichen Dank fürs Zusehen bei SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom auf der PlayStation 5. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Und dann geht's munter weiter. Und vielleicht dann schon bald ins Finale, ins große Finale. Okay, macht's gut und ciao. Bis bald.